Hallo und herzlich willkommen, hier ist Michelle von Stempelrausch. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du die Baumscheibe aus dem Stempelset Kraft der Natur mit dem Schwämmchen einfärben kannst. Das 16-teilige Stempelset besteht aus zwei Packungen. Einmal hier die Bäume und Blätter und hier die tolle Baumscheibe, schöne Sprüche. Und hier habe ich einmal eine Karte ausprobiert. Und da sind ja die Blätter drauf in Wildleder und Himbeerrot. Und diese Baumscheibe, den Rand habe ich nämlich mit dem Schwämmchen eingefärbt. Vielleicht hast du sowas schon mal im Internet gesehen und dich gefragt, wie sowas funktioniert. Ich habe auch schon gesehen, dass das mit dem Stamp-and-Write-Marker eingefärbt wurde. Da sind mir die Übergänge aber zu hart. Und so hat man dann einen schönen weichen Übergang. Und sowas bekommst du dann mit dem Schwämmchen hin. Das sind meine Ergebnisse von eben sozusagen, denn das Ganze hat meine Videokamera leider nicht aufgenommen, ärgerlicherweise. Jetzt drehe ich das Ganze nochmal, was aber nicht schlimm ist. Hier regnet es schon wieder. Okay, also den Stempel lege ich jetzt einmal so hin. Positioniere ihn sozusagen. Ich bin ja auch so begeistert von dem Reinigungsprofi. Den habe ich heute schon, weiß nicht wie oft, verwendet und gerade sauber gemacht. Und hier bleibt kein Abdruck drauf. Das ist total toll. Ich nehme jetzt mein Stempelkissen in Saharasand, färbe die Baumscheibe ein und stemple. Jetzt kommt Wildleder, mein Schwämmchen. Und tupfe hier den Rand oder betupfe den Rand, färbe damit ganz leicht ein. Also man kann ja mal den ganzen Rand ringsherum einfärben oder halt schrittweise. Das ist schon ein schönes Ergebnis. Und ich möchte den noch ein bisschen stärker haben, den Rand. Also dunkler. Nicht stärker von der Breite her, sondern einfach ein bisschen dunkler. Ja, mit dem Stamparatus triffst du ja immer wieder dieselbe Stelle, solange das Papier nicht verrutscht. Und gegen das Verrutschen sind ja die Magnete geeignet. Dafür sind die Magnete ja geeignet, die da mit im Lieferumfang enthalten sind, die ja mega stark sind. Das finde ich gut. Und ich finde, das hat halt so einen richtig schönen, natürlichen Touch, so eine Baumscheibe zu haben oder den angeschnittenen Baumstamm. Genau, ich wollte das gleich einmal nochmal demonstrieren, wie das ist, wenn du mit so einem Acrylblock stempelst. Das habe ich nämlich hier gemacht. Da das ja ganz, das Ganze nicht aufgenommen wurde, zeige ich dir das gerne nochmal. Mein Reinigungsprofi. Und hier sollte man auf jeden Fall einmal ringsherum eintupfen. Weil wenn du jetzt einmal gestempelt hast und wieder abgenommen hast den Stempel, triffst du ja so aus freier Hand nicht wieder hundertprozentig dieselbe Stelle. Vielleicht noch einmal anhauchen.
Sieht auch schon schön aus. Aber ich muss sagen, diesen dunkleren Rand finde ich doch schöner. So, und dann zeige ich dir jetzt noch einmal die Rock'n'Roll-Technik. Finde ich aber bei dem auch nicht ganz so angebracht. Aber nur, dass du das einmal gesehen hast. Da hast du jetzt einmal in Sahara-Sand eingefärbt, den Stempel. Und einmal in ganz leichten, kreisenden Bewegungen. Ups, ja, Mist, schon wieder passiert. Also da habe ich dann nicht ganz getroffen. Das ist dann wirklich der Nachteil. Mittlerweile muss ich sagen, wenn man nicht mit dem Stamparatus arbeitet. Also da ist das auch schwierig, die Rock'n'Roll-Technik zu machen. Ich stempel jetzt einfach mal ab, um dass du siehst, wie ich das überhaupt meine. Also der Übergang ist schon sehr hart. Mit dem Schwämmchen kriegst du dann wirklich weichere Übergänge, weil das wirklich fast so in einem übergeht. Also der Farbverlauf ist da viel schöner als bei dem jetzt. Genau. Kann das jetzt auch mit dem Stampin' Write Marker einfärben. Da sind die Übergänge auch sehr hart. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Rock'n'Roll-Technik. Aber hier kann man jetzt natürlich gezielter den ganz dünnen Rand dann einfärben. Vielleicht klappt das ja doch, dass das nicht ganz so hart aussieht. Mal gucken. Also wenn du den Stamparatus zu Hause hast, dann empfehle ich dir, damit zu arbeiten. Ist mir, glaube ich, auch zu hart. Also, na gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht Wildleder genommen habe, sondern Espresso, wie mir gerade aufgefallen ist. Vielleicht habe ich Espresso jetzt genommen, weil ich zuvor das auch in Espresso ausprobiert habe. Savanne und den Rand mit Espresso finde ich zu dunkel. Ebenso Sahara-Sand mit Espresso finde ich auch zu dunkel. Also das ist mir zu hart. Und hier habe ich Sahara-Sand und dann mit Savanne eingefärbt. Das geht noch so. Also mein Favorit ist wirklich Sahara-Sand mit Wildleder. Jetzt mache ich das noch einmal mit Wildleder. Mal gucken, wie das aussieht. Nochmal anhauchen. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich bin wirklich ein Fan von dem Schwämmchen. Hast du schon mal mit den Schwämmchen gearbeitet? Oder hast du die zu Hause? Machst du damit was? Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht hast du ja auch dieses Stempelset und noch nicht die Schwämmchen. Dann kannst du die gerne bei deiner nächsten Bestellung mit dazu packen. Weil diese Effekte, die man damit bekommt, sind natürlich total toll. So. Genau, hier ist meine Baumscheibe. Die kann ich gleich einmal ausschneiden, aber zuvor möchte ich noch alles Liebe stempeln. Da nehme ich dann den Stempel alles Liebe und möchte den hier hin haben. Das stempel ich in Espresso.
der Abdruck ist mir jetzt wieder zu lasch. Also kommt da noch einmal ein Abdruck hinterher. Das sieht schon hübscher aus. Und ein drittes Mal. Perfekt. Den Stamperatus kann ich wieder beiseite packen. Und ich schneide jetzt die Baumscheibe mit der Schere aus. Gucken, ob ich die auch in dem Format mache, die Karte. Oder so. Ich glaube, so finde ich das auch gut. Eine kleine Papierunterlage. Ich nehme jetzt mein Stempelkissen in Olivgrün und die beiden Blätter. Das kleine Blatt montiere ich auf den transparenten Stempelblock Größe B und das ist die Größe C. Genau, dadurch, dass ich dann einmal in Original gestempelt habe und einmal sozusagen abgestempelt habe, hat man verschiedene Farbverläufe. Also ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Ich nehme jetzt hier eine Mattung in Wildleder. Ich sehe gerade, meine Finger sehen echt gut aus. Muss ich aufpassen, dass ich die Karte nicht einsau. Das sieht auch echt toll aus, muss ich ja sagen. Gefällt mir gut. Ah, mein Band ist fast alle. Passt das? Ja, passt auch. Und jetzt wird er einfach nur noch zusammengeklebt. Einen Knick in der Linse. Gucken, ob das gerade ist, das Band. Ja, ein bisschen schief ist er schon. Die Mattung klebe ich jetzt mit Tombow Flüssigkleber drauf oder Mehrzweckflüssigkleber, weil ich dann immer noch ein bisschen ausrichten kann, falls ich etwas schief geklebt haben sollte. Genauso den Kartenaufleger klebe ich auch am liebsten mit dem Mehrzweckflüssigkleber auf. So, und die Baumscheibe wird jetzt nur noch mit Stampin' Dimensionals aufgetragen oder aufgeklebt.
Und fertig ist meine Karte, die man für verschiedene Anlässe verwenden kann. Alles Liebe geht ja wirklich für so viele Möglichkeiten, ob es jetzt zu Geburtstag ist oder sonstige schöne Anlässe, wo man einfach ein paar schöne Glückwünsche oder liebe Grüße mitteilen möchte. Und ich finde, das ist auch eine Männerkarte, dadurch, dass die Töne, dass die Farben ja relativ neutral sind, also Grün, Brauntöne. Also ich würde sagen, das kann gut als Männerkarte durchgehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Teil auch gerne das Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das, denn einmal die Woche bekommst du hier ein neues Video zu sehen. Und denk dran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch benachrichtigt wirst von YouTube, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln und dann sehen wir uns auch nächste Woche schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!